Hey meine Lieben, ich bin Doc Esser. Viele kennen mich aus dem Fernsehen, aber viel Zeit verbringe ich natürlich auch hier im Sana Klinikum Remscheid als echter Doc. Kommt, ich nehme schon mit. Ich bin jetzt seit 3 Jahren Oberarzt in der Abteilung für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Intensivmedizin. Klingt ganz schön kompliziert, oder? Letztendlich behandeln wir Patienten mit Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen und ich insbesondere Lungenerkrankte. Unsere Patienten müssen manchmal intensivmedizinisch betreut werden. Da brauchen wir eure Hilfe, und zwar euer Blut. Aufbereitet in rote Blutkörperchen, Blutplasma und Blutplättchen. Viele Intensivpatienten brauchen ihre Blutspende, damit sie stabil bleiben. Dabei sind die Herzpatienten mit rund 20% die zweitgrößte Gruppe der Blutspendeempfänger. Bis zu 3000 Blutkonserven brauchen wir hier im Sana Klinikum Remscheid jährlich. Bis zu 15.000 sind es in Deutschland, allerdings täglich. Und damit können 45.000 Patienten jeden Tag behandelt oder sogar Menschenleben gerettet werden. Frisches Blutplasma ist theoretisch 2 Jahre lang haltbar. Meine roten Blutkörperchen sind aber nur noch 42 Tage haltbar. Und Blutplättchen müssen innerhalb von 4 Tagen verwertet werden. Und deswegen sind wir so angewiesen auf frisches Spenderblut. Ich bin selbst ja auch jahrelang Notarzt gefahren. Und wenn es hart auf hart kommt, der Klassiker ist der Motorradunfall, dann braucht man bis zu 50 Blutkonserven, um ein Menschenleben zu retten. Auch bei Routineoperationen brauchen wir Ärzte ihre Blutspende. Gerade bei orthopädischen Eingriffen, bei denen künstliche Gelenke eingesetzt werden, aber auch bei herzchirurgischen Eingriffen oder bei Geburten, freuen wir uns über ihr Blut. Doch das meiste Spenderblut fließt hierhin, auf die Krebsstation. Bis zu 25% aller Blutkonserven werden hier gebraucht. Durch Bestrahlung und Chemotherapien wird das blutbildende Organ, das Knochenmark, oft geschädigt. Aber durch Gabe von Blutplättchen oder auch roten Blutkörperchen kann den Patienten schnell und effektiv wieder geholfen werden. Bis zu 100 Blutkonserven braucht manch chronisch Kranker in einer Krankheitsphase. Was alle Einsatzgebiete gemeinsam haben, Blutspenden retten Leben. Und deswegen benutze ich Blutspende nicht nur als Arzt, sondern bin auch selber Blutspender. Und mir geht es danach immer gut, weil ich weiß, dass ich für andere etwas Gutes getan habe. Macht auch mit. Ich zähle auf euch.